Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play und wir befinden uns auf einem neuen Hof, den ich schon ein bisschen ausgestattet habe. Wir befinden uns hier auf jeden Fall auf der Thüringen, Südthüringen Map. Und ich habe hier schon ein bisschen im Singleplayer gespielt, beziehungsweise ohne euch. Und ich habe uns hier schon einiges an Equipment mal reingestellt. Unter anderem hier an Massey Ferguson. Da hinten eine Amazone. Also so einiges. Hier zwei Ladewagen sozusagen. Anhänger. Und ja, ich will euch noch gar nicht alles zeigen. Möchte euch aber auch nichts vorenthalten. deshalb ist es ein bisschen schwierig. Wir sind rechts oben, die Animal Notifications. Das heißt, wir müssen zu den Schafen eigentlich. Aber da haben wir noch gar nicht... noch gar kein Gras, glaube ich. Weil das noch nicht gewachsen ist. Wir haben hier ein paar Schafe. Einige. Weiß gerade gar nicht, wie viele. 15. Das ist eigentlich relativ wenig. Deshalb werden wir uns darum gleich mal kümmern. Ich möchte aber trotzdem mal schauen. Hier müsste doch irgendwo... Wo habe ich denn den Deutz abgestellt? Tja, weiß ich gar nicht mehr. Ne, da kommen wir nachher dazu. Das Gras ist auf jeden Fall noch nicht gewachsen, wie wir hier sehen können. Das heißt, wir müssen sowieso noch ein bisschen warten. Dann können wir uns mal zu Beginn so ein bisschen was anschauen. Also wir befinden uns auf der Südthüringen-Map. Das ist eine Vierfach-Map mit sehr riesigen, großen Feldern und einem Handelssystem bzw. dem Fabrikskript. Daher, wir besitzen nur zwei Felder, die 18 und die 19. Die 9 hat keinen Verkaufstrigger, deshalb gehört das Feld im Moment niemandem. Zumindest habe ich den Trigger noch nicht gefunden. Weiß nicht, ob der da vielleicht irgendwo drunter versteckt ist. Ich habe es noch nicht gefunden und das Feld 9 wird auch als User-Game, User-Feld beschrieben. Da müssen wir mal noch ein bisschen in die Config reinschauen. Hier habe ich nämlich einiges noch gemacht. Als ich die Map runtergeladen hat, hatte ich zum Beispiel keine Preise. Das habe ich ein bisschen geändert. Ich habe die Flächengrößen eingetragen, die waren nämlich nicht drin. Der Preis ist allerdings ein bisschen sehr hoch. Und eigentlich hatte ich doch die Preise auch nochmal angepasst. Eigentlich hatte ich nämlich die Preise so geändert. Mal gucken. Okay, nee, das war in einem anderen Spiel wohl. Dass ich die Mission alle erfüllt hatte. Das heißt, der Preis ist ein bisschen gesunken. Weil wir müssen uns hier 38 Milliarden verdienen, damit wir hier ein Feld kaufen können. Und das ist bei weitem noch nicht alles. Wenn wir uns mal Feld 7 angucken, das ist eines der größeren, dann sind wir hier bei 3 Billionen. Also da müssen wir noch ein bisschen ran. Das müssen wir noch ein bisschen anpassen. Die 4 Billionen, die Preise sind ein bisschen unrealistisch. So, wir wollten jetzt, jetzt verrate ich euch gleich irgendwie Maschinen. Hier steht der Deutz. Ich wollte aber eigentlich... Nein, schnell weg. Ja, das war jetzt schon geleakt, toll. Eigentlich wollte ich auch... Nein, in den wollte ich nicht einsteigen. Na, mal gucken, wo der steht. Also ich habe es euch ja schon gezeigt. Hier haben wir auch einen Quadrack stehen. Ja. Ich weiß noch nicht, wie wir den genau einsetzen werden. Hier haben wir noch einen Chandia. Mit einem großen Bandit. Krampekipper.
Ja, den werden wir brauchen. Hä? Ich wollte doch. Ah, hier steht der. Ich wollte nämlich noch ein paar Schafe kaufen. Wir haben hier ziemlich viele Mods drauf, aber ich bin nicht davon abgeneigt, dass wir hier noch ein paar drauf machen. Daher, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt mir die einfach mal in die Kommentare. Wir haben nämlich unter anderem auch diesen Mod hier drauf. Curseplay. Ich habe mir immer gedacht, der funktioniert hier nicht. Moment, ich mach mal hier. Ist ein bisschen laut. Machen die Gesamtlautstärke mal ein bisschen runter. Dann ist alles ein bisschen leiser. Curseplay. Ich habe immer gedacht, das funktioniert hier nicht, weil da Version 5 steht. Aber das war ein Irrglaube. So, wir haben hier schon einige Kurse eingefahren, wie ihr seht. Einige, viele. Ungefähr 30 Stück. Und das erleichtert uns die ganze Geschichte ein bisschen. Wir müssen nämlich nicht alles selber fahren. Der hier wird jetzt mal zum Viehhändler fahren. Ich hoffe, dass alle soweit klarkommen hier. Und wir keine Probleme kriegen. Ich habe mich jetzt schon mal hier zum Forstzweig bewegt, weil wir müssen hier viele neue Sachen herstellen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo ich denn reinfahre. Vielleicht vorne da, wo wir jetzt erstmal was herstellen müssen. Wir müssen nämlich unter anderem Bretterpaletten herstellen. Wir müssen normale Paletten herstellen. Wir müssen Kartons herstellen. Und zwar geschlossene und offene. Also es gibt hier wirklich eine ganze Menge. Und hier gibt es keine Einfahrt. Und zuerst brauchen wir hier ein bisschen Hackschnitzel. Hier eine große Hackschnitzelanlage. Die ist schon übelst krass. Und deshalb werden wir hier ein bisschen mit Forst anfangen, damit wir die Palettenproduktion starten können. Bin ich gerade am Überlegen, wo wir reinfahren in den Wald. Nehmen wir hier. Das hier. So. Türchen auf. Aussteigen. Ja. Sägen wir hier mal ein paar Bäume ab. Ich sollte gucken, dass ich hier jetzt recht schnell ein bisschen Platz kriege. Damit wir hier rangieren können. Sonst wird es ein bisschen schwierig im Wald. Baum fällt. Sehr schön. Ja, den nächsten gleich. Ja. Ich habe die Map im Singleplayer mal angespielt. Ich habe die bei einem anderen YouTuber gefunden. Und habe mir gedacht, das ist eigentlich eine Map, auf die habe ich Bock. Dann habe ich mir Curseplay und auch Follow Me runtergeladen. Habe mir die ganzen Mods mal angeschaut. Und habe gedacht, das kriegen wir doch hin. Und jetzt sind wir eben soweit, dass wir hier das Let's Play starten können. Vor kurzem hat auch jemand gefragt, wieso mache ich nicht auf der Wasel-Map weiter? Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die Wasel-Map gehabt. Die hat mir zeitweise viel zu arg geleckt. Die FPS-Einbrüche, die waren nervig. Und dann macht es auch nicht wirklich Spaß. Und bei dieser Karte ist die Herausforderung unter anderem, einen Haufen Geld zu verdienen müssen.
und das Fabrikskript. Das finde ich nämlich sehr nice. So. Sägen wir den hier nochmal ab. So, immer ganz unten absägen, weil sonst bleibt man im LKW sowieso immer hängen. Das wäre nicht so toll. So. Ich weiß gar nicht, so viele Bäume... Ja doch, wir brauchen schon einige Bäume. Wir müssen nämlich die ganzen anderen Produktionen ja auch starten. Die seht ihr gleich. Also sobald wir hier die erste Ladung aufgeladen haben. Oder die zweite. Können wir zu den Produktionszweigen gehen. Jetzt zeige ich euch die auch alle. Warte, den hier nehmen wir auch gleich noch mit. Dann haben wir, glaube ich, schon ein bisschen Platz hier drin. Tüdele, was haben wir denn jetzt? 5 Bäume oder so? Später werden wir hier natürlich auch mit größerem Equipment arbeiten. Also wir werden uns mit Sicherheit irgendwann wie heißt er denn? Den Scorpion King. Den Scorpion King leisten können. Dann wird es hier alles ein bisschen schneller gehen. Dann müssen wir nämlich nicht entasten. Der Zuschnitt erfolgt automatisch. Dann müssen wir einfach nur mit unserem Trailer mit Autoload da ranfahren und das Zeug aufladen. So. Worauf ihr hier auch wieder achten müsst, alle Äste wegmachen, sonst kann der nicht aufladen. Sonst gibt es da Probleme. Dann müsst ihr euch die Äste wieder suchen. Passiert leider ab und zu. Kann man aber dann nichts dagegen machen. Da muss man einfach suchen. So. Sieht schon mal gut aus. Aber jetzt werde ich den hier nochmal in die andere Richtung fällen. Je mehr wir jetzt gleich fällen, desto weniger müssen wir später fällen. Also 3 Ladungen Holz sollten wir machen. Dann sind wir nämlich, haben wir erstmal ausgesorgt. So, und wie wir jetzt links unten sehen, ist der unser Masai beim Viehhändler angekommen. Oh, da gab es aber einen Rückschlag, hä? Na, geh mal weg da. Okay, welchen Baum folge ich jetzt? Ja, ich sehe den ganzen Wald vor Stämme nicht mehr. So, wir steigen jetzt mal kurz hier ein, wechseln mit Curseplay, wenn ihr hier nämlich draufklickt. Kommt ihr zu dem jeweiligen Fahrzeug. So, der wartet hier schön. Tiermenü öffnen. Schafe kaufen. Moment, haben wir hier noch die Möglichkeit auf Kredit? Ja. Dann leihe ich mir was und zwar nur für die Kühe. Mal so. Für die Schafe, nicht für die Kühe. So, 10 Stück bestätigen, jawohl. Und dann schickt man den wieder weiter. Weiterfahren. Der fährt jetzt hoch zu unseren Schafen. Da müssen wir dann nachher einfach wieder die Tierchen ausladen. Und dann geht's schon weiter. Dann können wir den gleich nochmal runterschicken und Schafe holen.
Schafe sind nämlich eine coole Investition. Empfehle ich euch. Die bringen euch einfach mit wenig Aufwand einiges an Ertrag. Oh, bisschen schwierig hier jetzt auf dem Stamm zu balancieren. So, wo waren wir noch nicht? Hier müssen wir noch mal. Da ist auch noch ein Ästchen. Da auch. So. Und dann schneiden wir gleich mal zu. Dann können wir eigentlich aufladen. Wie gesagt, mit dem Scorpion King, wenn wir uns den leisten können, wird es alles einfacher. Hier sehe ich noch einen Ast vorblitzen. So, da ist auch noch ein Ast drunter. So, hier haben wir auch noch ein Ästchen. Weg damit. Aber das soll es jetzt eigentlich so zu dem, zumindest was ich sehe, gewesen sein. Dann können wir hier klein machen. Dumm. Pi mal Daumen. Wir haben den offenen Anhänger, das heißt, nach hinten haben wir auch noch Platz. Also wir müssen jetzt nicht gucken, dass das genau auf Maß geschnitten ist. Sondern wir haben da ein bisschen Spielraum. Zu diesem Let's Play. Ich werde versuchen, dass ich täglich eine Folge rausbringe. In dem Zusammenhang wird es auch noch eine Änderung an meinem Kanal generell geben. Ja. Die möchte ich aber jetzt noch nicht bekannt geben. Das wird aber in den nächsten Tagen erfolgen. Und ich muss leider auch dazu sagen, dass Minecraft erstmal stillgelegt ist. Wer meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich eigentlich mit Minecraft hier angefangen habe und eigentlich hauptsächlich Minecraft-Videos gemacht habe. In der letzten Zeit hat sich das schon ein bisschen verändert. Hallo? Das wird sich noch mehr verändern, das kann ich euch schon mal sagen. So, warte mal, wo war ich denn zuletzt hier? So. Dann. Muss immer so ein bisschen abschätzen, wie lang die Stämme sein müssen. Es soll es erstmal sein, dann laden wir da noch schneller auf. Bringen mal einen Teil zur Hackschnitzelanlage. So, Curseplay können wir hier mal ausmachen. Das stört uns bloß. So, linke Seite Autoload passt. Nein! Oh, das ist mir schon ein paar Mal passiert. Wenn du zu langsam durch die Schranken fährst, dann ist da einfach nicht genügend Platz. Oder dann gehen die Schranken zu und der Anhänger bleibt drin hängen. Mal hier mal ein bisschen schieben, wenn es geht. So. Sollte doch reichen. Ich hoffe mal nur, dass ich jetzt noch an den Trailer drankomme. Komm schon. Hat er kein Allrad?
Ey, gleich mal festgefahren. Hallo. Komm doch runter da. Meine Herren, musste ich extra jetzt den Ast abschneiden? Den Stamm. So, jetzt aber. So, wir hatten eigentlich das Autoload an, aber das ist wahrscheinlich jetzt... Ne, ist immer noch an. Irgendwie will der aber noch nichts aufladen. Jetzt haben wir die ersten Stämme geladen. Oh, ich habe doch ein bisschen lang geschnitten. Ein bisschen sehr lang sogar. Die müssen wir alle mal nochmal teilen. Dass wir ja auch ein bisschen vorankommen. Sonst dauert es zu lange. Der war, glaube ich, auch zu lang. Okay, jetzt gucken wir mal, was wir da hinten noch drauf kriegen. Gut. Ups. Dann schauen wir mal hier. Müssen wir die Seite ändern. So, mal kurz hier. Das Stämmchen richtig aufgeladen. Oh, ich habe, glaube ich, alle irgendwie zu lang geschnitten. Das ist ärgerlich. Muss man die Arbeit nämlich doppelt machen. So. Ja. Können wir da noch rum? Nee. Schon vorbei. So, jetzt kommt ein bisschen was drauf, aber die sind irgendwie zu lang. So, schön. Schönes Manöver. So, und jetzt will ich hier mal kurz umdrehen. Wenn wir es hinkriegen. Das wird schwerer, als ich dachte. Und ich weiß nicht, ob ich da an dem Baum hier vorbeikomme. Ich vermute, da fahren wir uns fest.
Ah, das ist wieder Vorführeffekt. Aber ist egal. Heute ist die erste Folge. Folgenlänge. Werde ich mal gucken, was ihr so sagt. Das ist rechte Seite. Das passt noch. Ups. Zum Glück haben wir vorne den Kuhfänger dran. Zack. Hoffentlich nimmt er das jetzt mit. Sehr gut. So, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Platz zum Rangieren. Reicht aber nicht. Da können wir den jetzt hier noch aufladen. Das ist auch rechte Seite. Ist auch zu groß. Mann, was habe ich denn da für einen Scheiß gemacht? Gut, abladen aus, aufladen aus. Wir wollten umdrehen, das haben wir jetzt geschafft hiermit. Jetzt können wir gerade mal gucken, ob wir die zwei hier noch mitkriegen. Eins, ja, zwei, auch. So ist gut. Jetzt sind wir voll. So, mit Geschwindigkeit durch, dass uns nicht die Schranke... Das war schon wieder knapp. Dass die Schranke uns nicht das Teil kaputt macht. So wollte ich machen. Ich habe gerade aus Versehen die Pause reingehauen. Sollte ich mal vielleicht den Shortcut verlegen. So, wir fahren jetzt hier einfach an unsere große Hackschnitzelanlage ran. Und dann können wir auch schon hier mal ausladen. Das machen wir ganz einfach. Wir lösen und dann brauche ich das wieder. Verdammt. Rechte Seite. Und dann starte abladen. Und dann haut er uns alles hier in die Hackschnitzelanlage rein. Und macht uns Hackschnitzel. Hier haben wir eine Füllstandsanzeige. Ist im Moment noch nichts drin. Ist ja klar, haben wir ja gerade erst was rein. Dann holen wir uns noch ein paar Stämme. Aber wir könnten auch mal kurz unseren Masser hier entladen. Abladen. Bestätigen, jawohl. Und dann weiterfahren. Weiß aber nicht, ob er da jetzt um die Ecke kommt. Naja, seht ihr? So. Das war's aber schon. Kurze Korrektur. Und dann können wir wieder zum LKW. Der holt jetzt nochmal 10 Schafe. Ja, 10. So viel Geld müssten wir noch haben. So, diesmal waren wir schnell genug durch. Linke Seite aufladen. Rechte Seite aufladen. Will er aber nicht. Dann müssen wir hier nochmal ein bisschen schneiden. Habe ich eigentlich was zur Folgenlänge jetzt gesagt? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Folgenlänge hatte ich angepeilt, so um die 30 Minuten maximal. Also 25 bis 30. Das müsste eigentlich gut sein. Wir haben hier so viel zu tun. Da müsste das auch locker hinhauen. So, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen kleinere Stücke. Safe, sicher ist sicher. Und da sehe ich noch einen Ast. So, wir müssen hier nämlich alles Mögliche produzieren. Das ist sehr cool. Wir können Brot machen. Wir können Kuchen machen. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich hatte hier auf der Map Probleme mit dem... mit der Bäckerei. Deshalb habe ich mir eine gekauft. Quatsch. Ich habe mir ein Modpack runtergeladen oder ein Mod runtergeladen. Bäckerei und habe dieses dann einfach so platziert auf der Map, dass es passt. Ja, einmal noch. Sonst hätten wir das alles nicht machen können. Dann musste ich noch die Preise einbauen, weil das hat dann nicht funktioniert mit dem Brot, was ich habe. Also was standardmäßig auf der Karte ist, gab es Probleme, dass der das Brot aus der Bäckerei, die ich eingebaut habe, nicht erkannt hat. Das heißt, da muss man dann nochmal die Namensgebung verändern, die Preise eintragen. Aber schlussendlich hat jetzt alles so funktioniert, wie ich das wollte. So, einsteigen hier. Und dann probieren wir es nochmal. Na, das sieht auch schon mal vielversprechend aus. So, kommt noch was? Ja klar, musste, legt ja jetzt nur einen Stamm drauf. Ja, jetzt, Gott, kommt mal was. Komm, fall runter. Leider nicht. So, hier fahren wir jetzt mal kurz auf die andere Seite. Ups. Sehr gut, ich sehe zwar nichts. Aber wir haben soweit alles aufgeladen. Linke Seite laden. Den will er nicht. Platz haben wir denn nach hinten? Nicht so viel. Ja, das ist halt die Schwierigkeit hier drin. Wir haben hier zwar direkt viele Bäume, aber so einfach ist das Handling hier auch nicht. Jawollo! Wir haben erstmal alle geladen. Dann können wir die jetzt mal zur weiteren Holzverarbeitung bringen. Heute machen wir eine längere Folge, so 40 Minuten. Ich hoffe mal, dass das reicht. Ja,
Dann können wir nämlich bis zum nächsten Mal einiges an Paletten oder zumindest Brettern bauen. Oh, nicht so schnell in die Kurve. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Ups. Ich wollte doch gar nicht ausmachen. Geradeaus seht ihr die alte Holzfabrik, ja? Die ist hier drauf. Und dann gibt es hier noch eine neue Bretterfabrik. Oder ein Sägewerk. Das seht ihr hier. Und ich muss sagen, ich habe das ja im Singleplayer probiert. Dieses hier ist wesentlich, wesentlich effektiver. Und deshalb werden wir jetzt erstmal hier starten. Seite wählen, rechte Seite. Und da abladen. Falsche Taste, ja? Y da, ne? Also dieses Sägewerk hier ist deutlich effektiver. Und dann... Achso, warte, wir brauchen den LKW. Braucht das Sägewerk hier nur noch Hackschnitzel? Die sollten schon gemacht worden sein. Und wir haben hier auch noch einen kleinen Anhänger stehen. So, hier ist ein kleiner Bug drin. Ich kriege immer irgendwie nur eine Türe auf. Deshalb müssen wir hier jetzt halt rein. Wir haben einen kleinen Krampekipper stehen. Können wir hier die Deichsel irgendwie an... Ne, können wir nicht. Schade. Ich hoffe mal, dass unser LKW gleich nicht vorne hochgeht, wenn der hinten Hackschnitzel drin hat. So. Oh. So, wie viel sind denn hier drin jetzt? 2200 erst. Naja, um die Produktion anzuschmeißen, wird es ja vielleicht reichen. So, warum? Warum kann ich hier jetzt nicht aufladen? Ah, hier. So, viel ist es eben nicht, aber wir brauchen auch gar nicht so viel Hackschnitzel produzieren, weil... Das Sägewerk und alles wirft so viel Hackschnitzel ab später. Die Kartonfabrik wirft Hackschnitzel. Ne, die braucht Hackschnitzel. Aber wir bekommen so viel Hackschnitzel später aus Abfällen, dass ich das eigentlich selber bezahle. Das heißt, wir müssen jetzt am Anfang mal Hackschnitzel produzieren. Und dann geht es eigentlich alleine. Der, der Kipper hinten, der... Ja, weil der nur auf einer Achse steht. Da wackelt er ganz schön. So. Hier ist der Auffülldrücker, Trigger. Für die Hackschnitzel. Dass die ganze Chose hier auch mal anfängt. Den hier werden wir jetzt mal direkt hier drunter stellen. Reicht das so? Ich glaube schon. Quatsch, was mache ich denn hier? Abhängen. So. Spielzeit wird auch hauptsächlich auf einer auf Echtzeit stehen bleiben. Automatisches Auffüllen. So. Und ich hoffe, das Sägewerk fängt jetzt hier bald mal die Produktion an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst irgendeine Bemerkung da. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Die Folgen kommen tagesaktuell. Das heißt, ich nehme jeden Tag für den Nachmittag oder für den Mittag. Ich weiß noch gar nicht, ob ich 12 oder 16 Uhr das
Let's Play rausbringen. Das werdet ihr ja jetzt gesehen haben. Und täglich um diese Uhrzeit kommt auch die neue Folge. Samstag, Sonntag vielleicht nicht. Müssen wir mal schauen. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.